Hallo, willkommen zu unserem Unterricht. Heute lernen wir Fly Me to the Moon. Das ist ein Jazz-Standard, ein Stück, was alle kennen. Es klingt richtig toll und dabei sehr einfach und angenehm zu spielen ist. Man muss nur ein paar theoretische Sachen wissen. Zum Beispiel, ich erkläre dir jetzt hier Quintenfall in der linken Hand. Wenn du noch niemals von Quintenfall gehört hast, Quinta ist auf Italienisch 5. Und es gibt nur Quinten. Wir starten also von A, das ist ja unser A-Moll-Tonart, deswegen von A und zählen einfach bis 5 nach unten. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt wissen wir schon die nächste Note, D. Also erstmal kommt A und dann Quinte nach unten D. Jetzt nochmal Quinte nach unten. Von D, 1, 2, 3, 4, 5, G. Und so weiter. Immer Quinten nach unten. Jetzt zählen wir wieder eine Quinte. 1, 2, 3, 4, 5, C. Jetzt von C Quinte. 1, 2, 3, 4, 5, F. Und von F Quinte. 1, 2, 3, 4, 5. Und das wird schon sehr tief sein. Diese Note heißt in Classic H, aber Jazzmusiker sagen dazu B. Ja, jetzt sind wir schon ganz unten angekommen, aber wir brauchen noch weiter Quinten bauen. Dafür gibt es einen Trick. Wir lassen alle Noten, wie sie sind, also A, D, G, C, F und so weiter. Aber wir spielen sie, zum Beispiel von A kommt D nicht nach unten D, sondern nach oben D. Also die gleiche Note, nur eben nach oben. Dadurch sparen wir ein bisschen schon mal Platz. Und das kannst du dir merken. A und D kommen nach oben. Und jetzt mal schauen, was weiterkommt. Weiter haben wir G. Wir können einfach mit dem vierten Finger eine Taste runtergehen. Und schon ist es G. Und weiter brauchen wir C. Einfach mit dem Daumen ein tiefer. Super! Weiter brauchen wir F. Mit dem vierten einfach einen nach unten. Und dann kommt B, beziehungsweise H, ja? Einfach mit dem Daumen tiefer. Jetzt merkst du, wir haben schon alle Akkorde durchgespielt, aber wir müssen nicht die ganze Zeit nach unten springen. Das ist viel kompakter. Wir nehmen dafür einfach A mit dem vierten Finger und D wird mit dem Daumen sein. Ja, statt unten da. Das ist ein total guter Trick. Und jetzt einfach jeweils einen Ton tiefer. G und hier C und da F und da B. Und so weiter. E und A. Und jetzt haben wir wirklich komplett die linke Hand. Also dieser Abschnitt. A, D, G, C, F, B, E, A. Man wandert langsam, langsam nach unten. Erstmal kommt vierte Finger nach unten, dann Daumen hinterher. Dann wieder vierte Finger nach unten und Daumen wieder da. Und nochmal vierte nach unten und Daumen nach unten. So lange, bis wir wieder zum A ankommen. Ganz praktisch, mit A angefangen und A haben wir zum Schluss. Die rechte Hand spielt gleiche Akkorde wie auch linker. Wenn wir hier ein A haben, dann suchen wir in der rechten Hand auch ein A. Am besten mit dem dritten Finger. Und jetzt unter diesem A greifen wir direkt die nächste Note runter, das ist G. Die werden dann zusammen sein. A ist unser Anfang sozusagen von dem Akkord.
Und wenn wir nach oben abzählen würden, also dieses G gibt es auch oben. Wenn wir jetzt von A nach oben zählen, dann ist es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. G ist 7, also 7er. Eigentlich ist es dieser Akkord, normaler A-Akkord plus Siebtimchen. Und diese Siebtimchen spielen wir nicht oben G, sondern unten G. Und schon haben wir eine Umkehrung von Septakkord. Das war normaler Septakkord. Aber dadurch, dass wir G nach unten umgesetzt haben, haben wir jetzt Umkehrung. Also linke Hand A, rechte Hand A und Siebtimchen. Und jetzt fehlen nur noch zwei Töne. Hier einen Ton überspringen und E. Und nach oben einen Ton überspringen und C. Das ist der komplette Akkord. Das ist also ein A-Septakkord, nur Umkehrung. Kannst du das merken? Hier A, hier auch A, Siebtimchen drunter. Siebtima ist immer drunter. Sie kommt nämlich von oben. Und fertig. Jetzt einfach nur noch ein Überspringen und nochmal ein Überspringen. Wenn man zusammenspielt, klingt das richtig schön. Du kannst auch A eine Oktave tiefer spielen. Also nicht A klein, sondern A groß. Mit dem vierten Finger. Unten nochmal. Wow, richtig jazziger Klang. Wenn das für dich schwer zu greifen ist, dann übe das ein paar Mal. Dritter Finger auf A, Siebtimchen drunter und dann ein Überspringen nach unten, ein Überspringen nach oben. Und einfach nur ein paar Mal. Und denk immer an A, nicht von unten, sondern erstmal finde im Kopf A, dann Siebtimchen und dann den Rest. Das ist sehr wichtig. A, A, Siebtimchen und so. Und jetzt müssen wir einfach, nachdem wir das gespielt haben, alle Töne nach unten spielen, bis zum Daumen. Ganz normal der Reihe nach. Und so haben wir. Und in der linken Hand kommt schon zusammen mit dem Daumen D, unser zweiter Akkord. Daumen, Daumen zusammen. Okay, nochmal. Wunderschön klingt das. Und jetzt gleicher Weg nur nach oben wieder. Jetzt nur noch eine Taste überspringen. Okay, also erstmal alles nacheinander nach unten und dann gleicher Weg nach oben, nur eine Taste überspringen. Und überspringen wird direkt C sein. Prima. Jetzt kannst du das ein paar Mal üben. Orientieren wir uns an die linke Hand. Dort haben wir hier G. Und später kommt C. So. Also G suchen wir auch in der rechten Hand. Auch mit dem dritten Finger. Das ist einfach ein tiefer. Von da nach da. Und jetzt suchen wir wieder Siebtimchen. Das ist direkt drunter. Siebtimchen ist immer drunter. Kannst du dir schon mal merken. G, Siebtimchen und dann einfach einen überspringen und nochmal einen überspringen. Super, jetzt haben wir noch einen Akkord gefunden. Und danach wieder alle Töne nach unten. Und Daumen mit Daumen. Wow, nochmal komplett von Anfang. A, A, Siebtimchen.
statt A auch ein tiefer G. Und schon haben wir G gefunden, jetzt nur noch Siebzehnchen. Ganz toll. Jetzt kannst du schon vier Takte spielen. Übe jetzt das ein paar Mal, weil weiter müssen wir das Gleiche machen. Also, wir sind aufgehört. Beim C, ja? Und jetzt müssen wir hier wieder eine Rille spüren. Dann haben wir F und später hier H. Okay, jetzt machen wir, beziehungsweise B. Jetzt machen wir F. Mit dem dritten Finger F. Siebzehnchen drunter. Super. Und jetzt einfach nur überspringen, überspringen. Und wieder nach unten, der Reihe nach. Daumen, Daumen zusammen. Überspringen. Das war's. Und jetzt nur noch hier tiefer und hier tiefer. Und das wird E sein. Hier auch E. Siebzehnchen. Überspringen, überspringen. Aber in diesem Fall, dieser Akkord von E ist ein besonderer Akkord. Hier wird hier nicht weiße Taste sein, sondern oben wird schwarzer sein. Weißt du warum? Weil E ist eigentlich in diesem Tonart, in A-Moll-Tonart. E ist die fünfte Stufe. Wir haben auch Akkord von E. Und auf der fünften Stufe von A baut sich immer Dominante. Also Dominante ist immer auf der fünften Stufe. Und Dominante ist immer Dur. Das heißt, es wird nicht dieser Akkord sein, nicht E-Moll, sondern E-Dur, also mit Gis. Deswegen spielen wir E, D, überspringen und dann nicht oben G, sondern Gis. Weil das ist E-Dur. Nach dem E kommt Gis. Ein bisschen schwierig. Aber versuch mal, deine Finger ein bisschen nach vorne platzieren. Dann braucht man sich nicht verrenken. Einfach nur etwas nach vorne schieben. Dann ist es gemütlicher. Genau. Und das ist unser vorletzter Akkord. Danach spielen wir wieder der Reihe nach unten. Aber nach dem Gis kommt direkt F. Also nicht dieses G, weil wir hatten schon Gis. Jetzt direkt F. Und dann nacheinander E, D und C. Einfach bis zum Daumen. Und die linke Hand wird zusammen sein. Zum Schluss, ja? Jawohl, jetzt kannst du das richtig ausprobieren. Drücke bitte auf Stopp und orientiere dich einfach an die linke Hand. Versuch mal hier immer der Reihe nachzuspielen. Und dann kannst du auch die rechte Hand auch gut finden. Weil dieser Ton, was wir in der linken Hand haben, haben wir hier auch mit dem dritten Finger oben. Dann Siebzehnchen und überspringen, überspringen. F. E, E. Wichtig ist, dass du denkst an A, wenn wir A spielen. Also nicht an diese untere Note, sondern an A wirklich. Weil dann kannst du ja viel einfacher den Rest finden. Du kannst vielleicht einfach so üben. Erstmal A, dann gehst du tiefer auf G und hier auch G, Siebzehnchen. Bei F, hier auch F, Siebzehnchen. Und noch ein E, E, Siebzehnchen. Übe das bitte. Hier ist wichtig, wie man denkt.
dann kann man auch schneller diese Akkorde finden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, genieß dieses Stück und noch eine Kleinigkeit, wenn du wissen möchtest, wie dieser Akkord tatsächlich heißt. Das ist zwar ein Septakkordumkehrung, aber jede Umkehrung hat auch einen Namen. Und in diesem Fall, das ist ein Terzquartakkord. Alle Umkehrungen von Septakkorden lernen wir ganz detailliert im Mitgliedschaftsbereich. Dort erkläre ich, warum er so heißt und wie man ihn am besten finden kann. Und auch alle anderen Umkehrungen lernen wir dort auch. Aber hier nur, damit du das schon mal gehört hast. Das ist Terzquartakkord. Er sieht dann immer so aus, wie eine Kracke. Ganz viel Spaß nochmal, ganz viel Erfolg. Und im nächsten Unterricht lernen wir die Fortsetzung.